Nach 15-jähriger Forschungsarbeit ist im Rahmen eines Festaktes im Alten Rathaus der dritte Band der Otto von Guericke Gesamtausgabe übergeben worden. Professor Dr. Matthias Thulner, Vorsitzender der Otto von Guericke Gesellschaft Magdeburg e.V. und Dr. Dietmar Schneider, Autor und Mitglied der Gesellschaft, überreichten das Werk an Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper. Das Buch sei ein bedeutendes Zeugnis der über 1200-jährigen Stadtgeschichte, sagte der Oberbürgermeister. Der dritte Band mit gut 560 Seiten reflektiert die Belagerung und Zerstörung von 1631, aber auch Otto Guericke als Rats- und Schutzherr von 1626 bis 1631. Handschriftliche Aufzeichnungen geben die Stellung der damaligen Metropole Magdeburg im mitteldeutschen Raum wieder. Für die weitere Forschung über die Zeit des Dreißigjährigen Krieges ein sehr wichtiger Faktor.